Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 5 auf meinem Kanal. Ja, wie ihr es vielleicht hört, ich bin immer noch krank, aber ich muss jetzt ein bisschen was aufnehmen. Ich werde jetzt auch ein bisschen vorproduzieren, da ich das Wochenende bis Dienstag über nicht zu Hause bin, sofern ich dann einigermaßen fit werde. Und heute wollte ich mit euch eigentlich einen Flughafen bauen. Das werden wir wahrscheinlich auch nehmen, aber ich habe jetzt eine Idee, die ich mit euch jetzt gerne erstmal umsetzen möchte. Sprich, wir wollen den TGHÜT gegen den ICE ersetzen und wir wollen dann die S1, die er hier fährt, ist ja der Regio 1, gegen den TGHÜT tauschen. Finde ich persönlich, glaube ich, schicker. Wir sind zwar jetzt im Jahr 2265, aber das ist egal. Ich möchte jetzt gerne die Interregio, den werden wir dann zum ICE umändern, müssen wir dann mal gucken. Also der fliegt quasi raus und dafür nehmen wir jetzt den ICE. So, elektrisch da unten, wir haben ja hier unseren geänderten, zack. Ein sofort ersetzen. So, den ersetzen wir jetzt gegen den ICE. Und dann möchte ich ganz gerne hier, wo ist er? Kommt er da an? Da kommt er. Perfekt. Weil der ist nämlich auch schon immer überlastet. Wir dürfen jetzt ja nicht länger als 200 Meter werden. Und da treffen wir eigentlich keinen besseren Zug außer den TGHÜT, der da uns weiterhelfen könnte. Wenn wir ihn denn finden. Wo ist er denn? Den haben wir jetzt. Er hätte natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Aber wir wollen ja den TGHÜT nehmen. 285 kann er transportieren. Ist 160 Meter lang. Dann nehmen wir den und gehen jetzt auf sofort ersetzen. So. Dann müssten wir jetzt, wenn wir ihn jetzt hier sehen, müsste sich das jetzt gleich alles ändern hier. Die beiden Züge müssten gleich einmal umspringen. Und dann haben wir nämlich den ICE, der jetzt durchfährt. Und den TGHÜT haben wir dann hier auf der Strecke. Der beschleunigt ja auch schnell. Der ist auch ein bisschen schneller als der Zug hier. Ja. Gucken wir uns das mal gerade an. Und dann würde ich sagen, bauen wir... Genau. Und dann würde ich sagen, bauen wir unseren Flughafen. Es wurde in den letzten Kommentaren erraten, was es werden soll mit meinem kleinen Geheimprojekt, was ich da hinten quasi so habe. Und das können wir uns gleich nochmal angucken. Er kann nämlich auch 521 Leute transportieren. Genau. Schnell ist er ja auch. Von daher sollte das passen. Ich habe auf der anderen Linie einen IC weggenommen, weil das sich nicht mehr gelohnt hat. Hier fährt jetzt ein ICE weniger auf der Strecke. Die standen ja sich so mal hinten an. Und jetzt sollten die Züge damit voll werden. Jetzt werden sie natürlich zu voll, ist ja klar. Aber egal, das kann erstmal so bleiben. Ja, wir blenden jetzt mal den ganzen Kram hier aus. Zack. Brauchen wir nicht. So, und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt hier unseren Flughafen. Ihr seht, ich hatte hier schon mal was gebaut, aber diesen einen Flughafen, den ich hier habe, dieser über Eck mit den drei Terminals, gefällt mir persönlich nicht so gut, da die Landebahn hier hinten wahrscheinlich nur zum Fake da ist und die bis Zaun geht. Das sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Hätten sie das ein paar Meter vorher Luft lassen können, dann sähe das ein bisschen schöner aus. Ich weiß nicht, ob der jetzt da startet auf der anderen Bahn. Das hier immer über Kreuz. Oh, das kann ich nicht sagen. Mir persönlich gefällt jetzt aber nicht so schön. Large Freight, großer Flughafen. Ich würde dann wahrscheinlich hier den großen Flughafen nehmen. Mit vier Terminals. Genau. Da müssen wir nur mal gucken, wie wir das machen. Weil ich auf jeden Fall ja... doch, so können wir das eigentlich machen. Wir können den nur ein bisschen... Soll immer schon über Minden starten, ne? Und hier ist auch der Berg. Wir sollen ja auch nicht in den Berg reinbrettern. Setzen wir den so hin. Achso, das sind meine gesetzten Bäume hier? Oh.
Okay. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Glaube ich auch nicht, dass das meine sind. Ich glaube nur, dass die... dass der Flughafen das nicht wegnimmt. Nein, ich möchte nur den Baum abreißen. Das ist gut, dass sie das eingefügt haben, dass man jetzt nicht aus Versehen hier sowas Großes abreißt. So. So. Da sind noch ein paar Büsche überall hier auf der Start- und Landebahn. Speichern. Steht noch ein bisschen was. Dann möchte ich auch einen kleinen Cargo-Flughafen nur haben. Da wird auf jeden Fall keine 747 starten. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt genau hinfliegen sollen, wollen. Das lasse ich aber erstmal noch weg. Wir haben jetzt hier irgendwie noch den hier. Der ist mir ein bisschen sehr lütsch. Also eigentlich kennen wir dann nur den hier. Ein oder können wir eigentlich drei Terminals nehmen. Dann könnt ihr den jetzt entweder hier direkt ransetzen. Weiß ich aber nicht, ob das so schön ist. Und den jetzt hier so direkt ransetzen. Haben wir hier drei Landebahnen, das gefällt mir persönlich nicht so schön. Das lassen wir erstmal weg. So, die Flugzeuge können auf jeden Fall hier neben dem Berg her starten. Und hier werden wir natürlich jetzt auch alles schön anbauen. Hier haben wir natürlich jetzt eine große, können wir Straßen anschließen. Das ist natürlich persönlich sehr gut. Wir müssen jetzt einmal gerade gucken. Ich möchte natürlich den Lufthansa Flughafen Express hier fahren lassen, ist ja klar. Da müssen wir natürlich nur mal gucken, wie lang der wird. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie der jetzt in echt war. Müssen wir mal gucken. Gucken, wie der guckt. Elektrisch. Lufthansa. Angehoben. Und somit wurde die B6 Lufthansa-Farm lackiert und einen neuen Wagen in Dienst gestellt. Okay. Passagier. Einheitswagen Lufthansa Airport. Oh, da kann er nicht viele Leute transportieren. Tja. Also bei 200 Metern, da kommen wir mal gerade auf 105 Leute. Das ist ja nun jetzt nicht die Welt, ne? Und noch andere Lufthansa-Wagen? Ne. Andere haben wir nicht. Na gut. Dann müssen wir mal etwas längeren Bahnhof nehmen. Dann würde ich mal schon sagen, dass wir so auf mindestens 150 Leute, sind wir 285 Meter langer Zug. Also 285, das ist eigentlich schon ein verdammt langer Bahnhof wieder. Hier muss auf jeden Fall noch Parkplatz dazu hin. Natürlich, wie man das jetzt am blödsten baut. Hier sind wir natürlich ziemlich eben alles. Das ist ganz schön. Wir könnten hier natürlich doch gerade noch mal ein bisschen mehr. Achso. Nee, das geht nicht. Da müssten wir einen Trick anwenden. Straße. Nein, du bleibst ebenerdig. So. Und jetzt können wir die Firma hier hinsetzen. Müssen wir sie nur genau da treffen. Zack. Zack. Und jetzt können wir das Gebiet hier noch vergrößern. So. Ich weiß, es gibt ja dieses Tool zum Glattziehen. Aber ich habe mir das immer noch nicht runtergeladen. Und da nehme ich jetzt einfach hier immer die Firma, beziehungsweise die Industrie. Und das geht eigentlich ganz gut. Ich habe da zumindest keine Beschwerden mit. So. Und jetzt immer noch hier ran. Ja. Perfekt. Hier noch einen hin. Um nochmal sicher zu gehen. Dass auch alles eben ist. So. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen schönen ebenen Bauplatz. Mit so ganz minimalen. Da können wir das einmal komplett rübersetzen. Um das alles nochmal so ein bisschen anzugleichen. So. Perfekt. So, jetzt haben wir natürlich einen super Bauplatz. Die Bäume erstmal alle wegreißen.
die jetzt zum Beispiel mitten auf der Straße stehen. Das kommt natürlich jetzt nicht so gut. So, jetzt kommt auch alles weg. Die schweben jetzt ja alle. So. Perfekt. Da schweben noch ein paar Bäume. Das können wir natürlich so nicht gelten lassen. Zack, zack, zack. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir hier für einen Bahnhof? Jetzt habe ich gerade eine Idee. Ich glaube, das passt von der Straße her ganz gut. Wenn wir hier den oben liegenden Bahnhof nehmen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ganz hinten war der, ne? Genau. So, wir können auf 320 Meter gehen. Und wir hätten dann hier auch noch genug Platz, um alles Mögliche mit einzufügen. Zwei Gleise klingt gut. Höchstgeschwindigkeit klingt auch gut. Track Layout. Achso, das ist natürlich auch nicht schlecht. Nehmen wir den. Das gefällt mir besser. Kann auch noch ein bisschen niedriger. Roof. Ja, simpel. Simpel. Aber Flughafen muss ja eigentlich immer schick sein, ne? Drei Viertel. Full. Full sieht nicht so schön aus. Drei Viertel. So. Setzen wir den hier hin. Perfekt. Ja, und der deckt das natürlich mit ab. So, jetzt haben wir hier einen schönen großen. Hätten wir natürlich jetzt einmal umdrehen können, nicht? Trollo. Das ist natürlich auch schön, aber mit der Straße, ne? Den müssen wir noch einmal abreißen. Das soll natürlich der schönen Seite, soll natürlich zum Flughafen zeigen, ist ja wohl klar. So. Perfekt. Gut, das sieht nachher eh kein Mensch mehr. Dass jetzt hier Stützen sind, warum auch immer da Stützen sind. Ich weiß es nicht. Aber so sieht es echt schon mal ganz schön aus. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit den Gleisen natürlich erstmal an. Wir können erstmal, nehmen wir jetzt das beide. Also ich würde jetzt mit dem hier. Ja, was haben wir denn noch für Städte? Also Siegmundsburg. Siegmundsburg könnten wir auch anschließen. Das Problem ist aber. Nee, ich möchte keinen Pendelverkehr haben. Aber wenn ich nämlich jetzt einen Zug, der zwischen Minden und Siegmundsburg hin und her fährt oder auch über den Flughafen geht, dann werden wir auf jeden Fall immer Probleme haben, dass der Zug überladen wird. Weil 150 Leute ist nicht viel. Dann müssten wir hier vielleicht auf drei Gleise gehen. Genau. Aber drei Gleise. Eigentlich brauchen wir die nicht. Hm, lassen wir das erstmal so. So, dann mal gucken, wie wir das machen. Verschwinden wir auf jeden Fall mal hier vom Flughafen. Geil wäre natürlich, wenn er auch hier vorne so lang fährt. Aber jetzt ist er hier schon. Geht es hier schon nach unten. Doch hier so an dieser Kante lang ist ja eigentlich ganz geil. Fährt hier unter Zug lang und die Flugzeuge fliegen oben rüber. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nur die Frage, auf welches Gleis gehen wir? Aufs Äußere? Ich würde fast sagen, wir gehen irgendwie auf das Gleis hier. So. Was mit ihr dann nachher mal passiert? Keine Ahnung. So. Schon sagen, dass wir dieses Gleis hier nehmen. Jetzt kommen wir von da. Wie können wir da so drauf gehen? Wie sieht das aus? Ja. Eigentlich sieht das ja gar nicht so schlecht aus, ne? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie schnell können wir jetzt hier fahren? 125. Ist natürlich jetzt nicht die Welt, ne?
Naja, aber 125 muss er so erstmal hinkriegen. Auf dem kurzen Stück. Ist ja nun echt nicht weit. So, geil wäre natürlich, wenn man so einen Transrapid hätte, ne? Dann könnte man jetzt hier schon mit dem Transrapid dahin hinjagen. Das wäre bestimmt auch ganz witzig. So, was haben wir hier? Schwebende Bäume. So, dann haben wir im Prinzip nur einen Zug hier fahren zwischen Flughafen und dem und Minden. Der heißt natürlich dann Lufthansa Express. Lufthansa Express. Ist natürlich dann auch in Gelb. So, von da nach da. So, eigentlich können wir den ja schon mal einfach jetzt draufsetzen. Dann haben wir den da schon mal fahren. Obwohl der natürlich jetzt mal einfach nur stumpf erstmal da doof rumfährt und nichts zu tun hat. So. Elektrisch. Da war sie. LHH. Pasagaya. Lufthansa. Einheitswagen 4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 zu viel. So. 150 Leute. Und dann geht er auf den Lufthansa Express. Perfekt. Und dann kann der auch gleich im Upgedatet werden. Weil das brauchen wir dann nämlich nicht immer selber machen. Das kann... Oh, wir brauchen noch die 103. Wir nehmen die 103. Na, lassen wir erstmal den und dann nehmen wir beim nächsten Mal die 103. Hier noch ein bisschen größer. 2, 3, 4, 5. Wie lange sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir bei 281 Meter. Jetzt sind wir 285, genau, weil die 103 ein bisschen länger ist. 75%, ja. Lufthansa Airport Express. Oh, Airport. Alles klar. Müssen wir da noch Airport zwischenschreiben. Airport Express. So. Lufthansa Airport Express. Das ist doch cool. Das habe ich natürlich da. Ich dachte, da wäre kein Leerzeichen. Das wäre extra so geschrieben, dass da kein Leerzeichen zwischen ist. Aber es ist ein Leerzeichen dazwischen. So. Sieht doch eigentlich ganz cool aus mit der 111 jetzt davor. Oder was meint ihr? Ist doch schick. Mir gefällt das wohl. Ich weiß gar nicht, gibt es den heutzutage immer noch? Luca, hä? Du weißt sowas doch. Gibt es den Lufthansa Airport Express heutzutage noch? Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo der fahren sollte. Wahrscheinlich Frankfurt. Irgendwo da in der Ecke, ne? So, der kann jetzt 150 Leute und wir brauchen uns keine Gedanken machen, dass die Kurve nur 125 ist. Das schafft der eh nicht. Wir können froh sein, wenn er 100 erreicht auf der Strecke. So. Aber wir könnten uns schon fast wirklich überlegen... Nee, wenn die Flugzeuge hier fliegen. Was haben wir denn für Flugzeuge jetzt? Ich habe mal so ein paar die ganzen Mods noch installieren. Da kann ich alle drinne. Bei Lufthansa habe ich jetzt noch gar kein Flugzeug. Die sind noch gar nicht wieder drinne. Gar keine Lufthansa-Maschine. Ich würde auf jeden Fall mit den 320ern fliegen hier. Die haben auf jeden Fall gute Kapazitäten, 38 Leute. So. Ja, meine Freunde. Dann würde ich sagen, haben wir das auch schon mal fertig. Aber wir sagen, in der nächsten Folge überlegen wir uns, ob wir nicht doch durchfahren. Und dann in Siegmundsburg, das wollen wir gerade umbenennen in... Was nehmen wir denn da mal? Hille. So. Dass wir dann vielleicht nach Hille durchfahren. Wie heißt denn das jetzt eigentlich? Siegmundsburg-Abzweig? Nein, das ist Minden International Airport. So. Damit wir natürlich hier
angebunden sind. Ja, und ich möchte mich noch ganz herzlich, möchte mich noch dafür entschuldigen, dass ich ein bisschen krank bin. Ja, alle meine Videos sind jetzt natürlich auch in 2K. Für euch ein besseres Bilderlebnis, quasi die Mr. Bosen Qualitätsoffensive. Bisschen abgekupfert von Pete's Meat von 2015. Hatten die, glaube ich, ihre Qualitätsoffensive oder was 2016? Ich weiß es nicht. Ja. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder morgen einschalten würdet hier bei Mr. Bosen. Haut rein.